Weil die Musik ist zu fröhlich. Ja, ja, Hand in Hand über eine Leichenstraße. So. Wir gehen jetzt zum Polizeirevier als nächstes. Ich frage mich, das wird uns auch ewig viel Energie abzocken. Ich frage mich, wo das Polizeirevier wohl ist. Alter, das nenne ich mal Ordnung. Ja. So sieht es in meinem Zimmer aus. Was ist denn hier passiert? Ob hier überhaupt noch jemand ist? Guck mal nach. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Guck mal nach dem Balken nach. Voll. Scheiße. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Sieht aus, als wären das verschiedene Polizeiakten. Der ganze Raum wurde damit zutapeziert. Es ist stark verwischt, ich kann nichts mehr entziffern. Ich glaube, auf dem Sofa war eine Notiz, die uns weiterbrachte. Die Tür wurde zugeklebt, ich kann sie nicht öffnen. Nee, es geht schon weiter. Angst. Hallo? Ist hier irgendjemand? Wo sind denn alle hin? Keiner mag dich mehr. Was? Es hat uns gefressen. Kam es aus der Wand heraus? Ja, sah so aus, ne? Ja. Was war das? Sind wir tot? Sind wir verrückt? Bezen? Ach, da sind wir. Was? Ah, sie sind endlich aufgewacht. Gibt's hier nicht mal männliche Charaktere? Nee, alles nur Weiber. Was ist passiert? Sie lagen bewusstlos im Eingangsbereich dieses Reviers. Sie haben ziemlich lange geschlafen. Nun sind sie ja wach, oder? Ja. Ja, ich schätze, das bin ich. Wir können es aber nicht wissen. Wie ist Ihr Name? Mein Name? Ja, wie heißen Sie? Ich heiße Judith. Judith Nelly. Maria Lombrera. Judith Nelly. Oder Nelly, glaube ich. Ist etwas nicht in Ordnung? Sie sind die erste Person, die ich seit Stunden gesehen habe. Die Bewohner der Stadt scheinen wie vom Erdboden verschluckt. Alle Leitungen zur Außenwelt sind zu dem Tod. Es ist wie ein schlechter Traum. Ich wollte gerade in die Nachbarschaft fahren, da habe ich sie gefunden. Judith, warum sind Sie hier? Da war jemand in meinem Haus. Jemand, der da nicht hingehört. Die Rede total krass, ne? Ja, irgendwie schon, total stoned. Er war auch hier. Hier, sagen Sie? Hat er Ihnen etwas angetan? Kannten Sie diese Person? Ich weiß es nicht. Ich kenne den ganz bestimmt. Judith, was ist dir passiert? Two Girls, One Cup. Habe ich mir auch gerade gedacht. Es ist so pornohaft. Was hat er denn getan? Schon gut. Was ist mit deinen Eltern? Mama. Was ist mit ihr? Wir wollten heute von hier wegziehen,
Aber Mama war nicht da. Sie... Wir wollten ein neues, ein besseres Leben beginnen. Was ist, wenn sie auch verschwunden ist? Wie alle anderen? Die ganze Stadt war plötzlich viel leergefegt. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber... Ich werde dir helfen, deine Mutter zu finden. Ich... Danke, Maria. Nichts zu danken. Das ist schließlich meine Aufgabe. Gehen wir. Was war das? Ich weiß es nicht. Maria, ich habe Angst. Ich werde dafür sorgen, dass dir nichts passiert. Ja, ist klar. Warte hier auf mich und ich sehe nach, was das für ein Geräusch war. Ich erinnere dich daran, wie oft wir hier gestorben sind. Ja. Ich glaube übrigens doch, dass die Endings weitergemacht werden zuvor. Maria, warte! Nein. Lass mich nicht allein. Bevor wir halt zu der Tür gegangen sind, wo wir da entführt wurden, ne? Gab es links auf dem Sofa noch einen Brief, in dem man schlecht, naja, in dem man was über Judith lesen konnte, glaube ich, war das. Das ist wohl Marias Schreibtisch. Kastenkamm, der lässt sich nicht öffnen. Diverse Polizeiakten sind hier verstaut, das geht mir nichts an. Was ist eigentlich rechts oben auf dem... Da liegt ein Feuerzeug auf dem Sofa. Es muss Maria aus der Tasche gefallen sein. Jetzt geht es los, ne? Ja. Ja. Was passiert hier? Jetzt musst du dich verstecken. Mir ist schwindelig. Ich höre Geräusche. Vielleicht sollte ich nachsehen? Du solltest dich verstecken. Oder geht das erst ab einer ganz bestimmten Zeit? Oh nein! Ich muss mich verstecken. Beeil dich. Ich glaube, hier müsst du gut versteckt sein. Ja, und dann geht auch in der Mitte das Schranktürchen auf, ne? Genau. Aber diesen Moment muss man genau abpassen. Das schaffst du. Jetzt hier das Tor auf. Hast du gesehen? Mhm. Ich war einfach zu schnell. Ich bin einen Schritt zu früh einen Schritt nach links gegangen. Gut. Game over. Dum, 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 dum. Machen wir es einfach nochmal. Komm. Put, 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 put. warum geht's nicht los? Weil ich so lange warten muss einfach, für was gerade ein sober Zufall ist, genau in dem Moment der Punkt kam. Maria hat abgeschlossen. Fragezeichen. Jetzt geht's. Mir bleibt jedes Mal das Herz stehen, wenn ich das höre. Nein, seh nicht nach. Ich muss mich verstecken. Ja, ich muss nachsehen, damit ich mich verstecken kann. Dazu gehe ich. Mhm. Nein, jetzt bleibe ich hier stehen. Genau hier bleibe ich jetzt. Und warte, bis das Tor aufgeht. Normalerweise brauche ich echt nur hier stehen bleiben. Nur was ist das jetzt? Ist das der Geist von der Polizistin oder? Nee, das sieht immer noch nach Judith aus. Ja, ich weiß, aber vielleicht ist das ja. Hängt das alles miteinander zusammen? Keine Ahnung. Ich frage mich sowieso, warum gerade Sophie und die. Also Sophie verstehe ich ja, die kannten sich ja, aber Maria und Judith kennen sich ja scheinbar nicht.
Das ist so eklig. Vor allem, küsst sie oder macht die ein komisches Geräusch, ne? Ne, die quiekt. Raus hier. Bye bye. Ja, aber Maria und Wild müssen sich ja auch von irgendwo erkennen. Mi. Anscheinend, ich finde es auch so geil, anscheinend verfolgt die gar nicht weiter jetzt. Ich sehe schwarz. Ich sehe rot. Jetzt nicht rot. Das ist die Schule, da kommen wir jetzt eh rein. Ja, die Schule hat es das längste Ende. Ja, und die werden wahrscheinlich sogar alle weitergemacht, weil ich meine, die sind ja nicht abgeschlossen, die Handlungen. Wenn wir das Ending zu Ende haben, dann gucke ich mal die letzten, was die fünf sind, die letzten beiden. Ah, hier. Ich kann schon steuern. Unwillige, uns geht's eigentlich relativ gut. Und dann frage ich mich, wann es wieder ruhiger wird, wenn er geht und dann, wenn er wieder da ist, so höre ich den Engel und gleichzeitig den Teufel und die Schreie, seid still. Okay. An der Wand steht etwas geschrieben. Ja, haben wir ja gelesen. Sieht aus wie ein polizeilicher Bericht. Bericht von La Maria Lumbrera. Haben die Leiche einer jungen Frau am Morgen des heutigen Tages in einem Waldstück in der Nähe des alten Waisenhauses entdeckt. Die rechte Hand des Opfers wurde abgetrennt. Die fehlende Hand war auch nach ausgiebiger Durchsuchung des Gebietes nicht auffindbar. Todesursache war diese schwere Verletzung jedoch nicht. Ihr gesamter Leib war mit zahlreichen Einstichen übersät, die offenbar von einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Küchenmesser, stammen. Aha, Küchenmesser, erinnern wir uns an die Holzhaus. Außerdem mehrere Knochenbrüche, die aus einem Sturz aus großer Höhe hinweisen. Oh Gott. Ihre Wirbelsäule war zudem wie ein Korkenzieher verdreht. Dies kann man wohl genau darauf zurückführen, dass sie einen großen Hang heruntergerollt wurde, der in das Waldstück hinabführt. Des Weiteren haben wir etliche großflächige Hämatome, bei denen außer Frage steht, dass sie durch extreme Gewalteinwirkungen herbeigerufen wurden. Die Spurensicherung hat zusätzlich noch ergeben, dass sie sich längere Zeit vor dem Tod unter Tage befunden haben muss. Wo genau ist derzeit noch unklar. Bei dem Opfer handelt es sich um... Hier wurde etwas abgerissen. Der untere Teil stammt vermutlich von demselben Dokument. Entweder Judith oder Sophie. Habe ich mir auch gerade gedacht, weil eine von den Mädels ist ja gestorben oder beide, keine Ahnung. Ja, vielleicht ist das sogar hier gerade diese... Ich sag jetzt mal, der Tod, den sie erlebt. Weißt du, was ich meine? Ja, das kann sein. Beweise sammeln sich zwar, jedoch wurden uns weitere Ermittlungen strengstens untersagt. Was ist los mit dieser Stadt? Jeder scheint zu wissen, was hier vor sich geht, dennoch will keiner den Mund aufmachen. Warum dieses Verbot? Ich verstehe Siri nicht. Es ist sowieso ein Wunder, dass er es zum Polizeichef geschafft hat. Ich werde wohl allein weitermachen müssen. Ich könnte mir gut vorstellen... Das Türchen lässt sich nicht mehr öffnen. Okay, ist wahrscheinlich besser so. Ja. Ah, jetzt kommen wir hier rein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir sozusagen in der Hölle sind. Meinst du? Wäre eine Idee. Nur eine Idee, meine ich. Ich meine, es ist ja noch komplett unklar, was es ist, was sich Sharon sich damit meint. Vorstellt, whatever. Wenn Sharon dieses jetzt vielleicht irgendwann sieht, danach, dass ich wahrscheinlich ein Loch in die Hose. Über unsere Vermutung. Ja. Oh, ich erinnere mich. Oh, ich erinnere mich an einen richtig schönen Schocker hier. Nicht verraten. Psst. Habe ich geschlafen? Die ist nur am Pennen, die Alte. Ja. Aber jetzt ist mal wieder ein bisschen heller. Wo bin ich hier gelandet? Ja, okay, ich schon. Und du weißt, dass hell oder dunkel... Okay. Hat sich gerade der Schrank bewegt? Ja, das wird zugegangen. Ich frage mich, was das für ein seltsamer Ort war. Polizeirevier bin ich ja wohl nicht mehr. Wie bin ich hierher gekommen? Das ist bestimmt das Kistensystem aus Resident Evil. Mit dem Vakuum. Einer Kiste in die andere. Aha, hier noch eine Tür. Wir sind in der Schule. Wir haben da eben eine sehr merkwürdige Person gesehen. Ein Monster vermutlich.
Und diese Schule ist auch extrem cool gemappt. Oh ja. Was ist das für ein Ort? St. Maria Grundschule. Das ist eigenartig. Maria? Das ist abgeschlossen. Entweder ich finde die Schlüssel oder ich muss mir einen anderen Ausgang suchen. St. Maria, die Polizistin heißt Maria. Mhm. Unten rechts war eine Tür, die war glaube ich aber offen. Du kannst natürlich auch woanders hingucken gehen. Ist mir egal. Ah, unten rechts und links. Ich glaube hier kommen wir her. Kann das sein? Mhm. Ah, doch. Direktorat und Sekretariat. Abgeschlossen, okay. Da liegt ein Brief. Und, warte mal hier, das nicht? Oh, hier. Verschiedene Notizen. Gordon wird unruhig. Wir müssen uns was einfallen lassen. Oh. Okay. Darunter steht noch etwas in anderer Handschrift. Als Vorsichtsmaßnahme habe ich den Ostflügel im Obergeschoss abgesperrt. Den Schlüssel für den Westflügel finden Sie, wenn die Mutter über uns weiht. Ich glaube, damit war eine Statue oder sowas gemeint. Ja. Eine Figur von Mutter Maria mitnehmen? Ja. Ja. Ich glaube, die konnte mal da wo St. Maria und so ein Kack stand, auf dem Boden einsetzen. Ja. Irgendwo in der Haupthalle. Ja. Da oben, da oben ist ein, guck mal, da oben ist ein Sockel. Ach, da oben, genau. Das ist schwer zu erkennen, aber okay. Oh, da fällt mir gerade ein, war hier nicht sowas mit Chemie? Ja. Mit Chemie brauchst du mir immer kommen, weißt du, wie lange ich keine Chemie mehr hatte? Oh, du. Deutsch, Mathe, Englisch, gar kein Thema, aber Chemie. Und Physik. Da ist der Schlüssel. Ja. Er ist mit einem Cold-Sound-Effekt runtergefallen. So. Schlüssel für den Westflügel, Obergeschoss. Das ist schon mal ganz schön. Westen ist links. Ich wollte nur mal gucken, ob man da reinkommt. Ich wollte gerade sagen. Das gucke ich auch hier unten erstmal rein. War hier nicht irgendwo das Zimmer vom Hausmeister? Ja, speichern. Ich entsinne mich. Ich entsinne mich. Ich hab Angst. Uns geht's aber ganz gut. Noch? Die Seiten sind bis auf einen kleinen Abschnitt alle leer. Und diesmal. Ja, wollen wir mal, ne? Tagebuch der Sekretärin. Das liegt auch einfach dann so hier rum. Egal. Manchmal sitze ich einfach nur gern am Fenster und sehe hinaus. Die Wolken ziehen vorbei und ich wünsche mir, ich hätte es nicht gesehen, könnte es vergessen. Aber es ist so schwer zu vergessen. So sitze ich da, blicke aus dem Fenster und die Wolken ziehen daran vorbei. Heute kam der Direktor zu mir, meinte, ich solle doch endlich vergessen. Sieh doch aus dem Fenster hinaus, schau den Wolken beim Vorbeiziehen zu und wünsche dir, dass du es vergisst, was du sahst. Also nehme ich wieder vom Fenster Platz. Ich blicke nach draußen, sehe die Wolken beim den Wolken beim Vorbeiziehen zu und wünschte mir, ich könnte das, was ich gesehen habe, vergessen. Heute kam er zu mir, er, der Gehörnte. Er meinte zu mir, ich solle doch endlich vergessen. Aus dem Fenster sehen, die mir die Wolken beim Vorbeiziehen anschauen. Das war nicht, was ich wollte. Bei den Wolken sein, das war mein Wille. Mit ihnen am Fenster vorbeiziehen. Und so wollte ich endlich auch vergessen können, das, was ich gesehen habe. So ging ich den Weg bis ganz nach oben. Ich hoffte, er würde mir bis dahin nicht folgen. Und ich hoffte, ich würde mich darin nicht täuschen. Jetzt bin ich schon fast da, bei den Wolken. Aber ich habe den kostbaren Schlüssel verloren. Er ist nun gefangen in der Zeit. Halt, ich höre ihn. Er kommt, sei still! Unter dem Buch liegt etwas. Eine Nagelfeile. Noch eine? Ach nee, ist ja vorhin ein anderes Ding gewesen. Verschiedene Ordner, bla bla, nichts Besonderes. Na, der Kasten, irgendwas Rundes. Rechts konnte man, glaube ich, noch her. Hm, hast du es gesehen? Am Fenster? Hm. Ich weiß. Keine Angst, alles ist gut. Das war aber nur ein leichter Schatten, ne? Ja. Leere Flasche, das ist schon mal nicht schlecht. Was haben wir da? Sieht aus wie ein Krankenbericht. Ein paar Wörter wurden geschwärzt. Krankenbericht der Schulärztin. Die Schülerin, warte mal. J-O-D-I-T-H. Passt. N-E-E. L-L-E-Y. Mal gucken. Sophie wird auch anpassen.
ist heute Morgen im Unterricht zusammengebrochen. Es war schon das dritte Mal diese Woche, als ich sie bat, ihr T-Shirt hoch zu ziehen, sodass ich ihren Herzschlag abhören konnte, zittert sie bereits leicht. Es war schrecklich. Der gesamte Oberkörper war mit blauen Flecken überzogen. Als ich sie deswegen... Na, weiter. ...befragen wollte, brachte sie kein Wort aus dem Mund. Ich war bereit, zum Schulleiter zu gehen. Schließlich ist es sehr wahrscheinlich, dass sie misshandelt wird. Doch Jenny meinte, ich sollte besser den Mund halten. Ihre Augen und Eindringlichkeit in ihrer Stimme verrieten mir, dass sie wohl begründete Sorgen hatte, mich zu warnen. Ich frage mich, ob es richtig ist, zu schweigen. Mhm. Verschiedene Medikamente, wie es aussieht, nichts Interessantes. Moment, das kenne ich. Beruhigungsmittel. Bitte. Ja, bitte. Ja. Ja. Ich hatte die ganze Zeit den Daumen vor die Augen und damit ich die Fenster nicht sehen muss. Das Schloss ist wohl kaputt, ich kann es nicht öffnen. Warum wird er das oben angezeigt? Ich habe Angst vor Fenstern. Nein, rechts ging doch noch her. Der oder? War verschlossen. Nein. Doch. Abgeschlossen. Mhm. Also ab nach oben. Oben rechts ist sie auch zu, also müssen wir oben links her. Richtig. Unser Befinden ist noch gut. Das ist sehr beruhigend. Dann wollen wir mal. Mehr oder weniger. Oh. Oh. Ich entsinne mich. Hier finden wir doch die Chemikalien, ne? Mhm. Erstmal ist aber nichts von Interesse. Oben rechts war der blaue. Kupfersulfat. Ich hasse diese Ecke hier. Ich auch. So, wir machen mal einen Schnitt, weil wir 22 Minuten schon haben. Bis gleich. Bis gleich.